Ja, Ja, vielleicht dann. nennt ihr sie besser nicht so. Dann Ich will könnt am ihr besten gar nichts zum sagen. Platz der Sonne gehen. Hier gibt es eine ganze Menge Villen drumherum. Der Platz selber ist ziemlich nett, muss man sagen, ziemlich groß. Und hier halten sich eine ganze Menge mehr noch auf als auf dem Marktplatz. Aber wir reden dann hier über die neuesten Gerüchte, über die neuesten Zwischenfälle und den einen oder anderen Gaukler könnt ihr hier auch noch ersehen, der dann hier seine Späßchen macht und dann auf ein paar Geldstücke hofft. Ein paar Musiker, die hier stehen. Also, es ist wirklich eine sehr aufblühende Stadt. Vor euch dann die Grafenburg, einst ein fürstliches Lustschloss, dann die Residenz von Ragnar der Roten und mittlerweile von Svanja Ragnarsdóttir. Ja, im Rohalt-Stil erbaut. Die Grafenburg ist nicht besonders groß, sieht aber prächtig aus. Gibt ein paar Verzierungen an der Fassade, große und reichlich geschmückte Glasfenster und wohl auf den ersten Blick von außen zu erkennen, ein halbes Dutzend Wohnräume. Ihr könnt ein paar Diener sehen, die dann an den Fenstern herumlaufen und das ein oder andere bringen. Also da ist wohl ein bisschen was los. Vor der Burg selbstverständlich zwei Wachen. Schauen wir, wie die darauf reagieren, wenn Jana den Rotzlöffel jetzt anbringt. Ja, den Rotzlöffel gut festgepackt, damit er nicht abhaut. Und der Stadt ist ja schneller weg, als man gucken kann. Ich habe ja Erfahrung mit Straßenkindern. Warum hast du das eigentlich immer noch dabei? Junge, wer ist deine Mutter? Halt die Schnauze. Steht ihn Er einfach schlägt dir übers Knie. nochmal ins Gesicht. Ich mag den Jungen. Aber Kann ich den behalten? diesmal kann ich das auch bestimmt kommen sehen. Du darfst dich mal mit Raufen. Mit Raufen oder mit Ringen? Das ist jetzt wichtig. Dürftest du dich verteidigen. Ja. Okay, ich habe eine 8er Parade mit der ganzen Rüstung. Glück. Ja, da Oh, kriegst du mal Himmel, ist der schnell. schnell! Bin ich eigentlich der Einzige, das so lustig findet? Danke, mein Herr. Verzeihung. Eine der Stadtwachen oder eine der Wachen hier dann eben vor allem vor der Grafenburg mit einer Hellebarde tritt dann auf dich zu. Danke, dass ihr den kleinen Trollwolf Das ist euer wieder. hochwohlgeboren Jarlan vom Greifenmund. Ja, hoch. Gaugraf. Ja, dann hochwohlgeboren. Herzlichen Dank, das kann ich euch ja nicht ansehen. Danke, dass ihr den kleinen Trollwolf abgegeben habt. Hat da wieder Blödsinn gemacht? Er hat sich strafbar gemacht, er hat einen Räuberüberfall geleitet. Ach, schon wieder. Na gut. Wir sind die Inquisition. Ihr seid die Inquisition. Können wir das irgendwie mit Geld lösen? Vermutlich nicht, oder? Ist das euer Sohn? Es ist nicht mein Sohn. Ich bin froh, dass es nicht meiner ist. Trollwolf, geh nach drin. Habt ihr gerade versucht, euren Gaugrafen zu bestechen? Na, eigentlich nicht, nein, aber ich fragte, ob man das nicht mit Geld lösen kann. Also, Natürlich kann man das nicht mit ich Geld vermute, lösen. dass man es, naja, irgendwie Strafzahlung wird man schon leisten können. Also, wenn ihr eine Dukate haben würdet, dann würde ich euch sowas anbieten wollen. Aber ich glaube, na gut, wenn ihr von der Inquisition seid. Ja, wir versichern euch hoch und heilig eure Hochwohlgeborenheit, dass er ein paar Stockschläge kriegt. Die helfen aber nicht, die kriegt er regelmäßig. Ja, wenn ihr nun aufhören wollt zu reden, wir würden gerne mit der Gräfin sprechen. Könnt ihr euch denn ausweisen? Dafür zeigt dem Natürlich Mann doch könnt ihr das Papier. lesen. Selbstverständlich kann ich lesen. Beleidigt nicht meine Intelligenz. Das tut ihr schon von alleine. Na, so. Dann steigt ihr erstmal ab, bis ihr euch ausgewiesen habt. Und dann zeigt ihr mir mal eure Papiere. Vorher passiert hier gar nichts. Ja, ich kram mein. Immer steigt auch ab und schaut zu Rafim. Wollen die hohen Herren das hier unter sich klären und wir kümmern uns auch um die Getränkebeschaffung für die nächste Reise. Um die Getränkebeschaffung. Mein Junge sagt das doch gleich. Rafim springt von seinem Pferd. Woran hast du gedacht? Ja, das Rafim besorgt Met. Jede Menge Met. Ja, das Honigzeug bitte. Wir schauen mal. Das kann man bestimmt im Fässchen kaufen. Das Zeug ist gut. Kümmert ihr, dass die Pferde hier irgendwo untergestellt werden? Ja. Dankeschön. Komm, Ömer, wir gehen Fässchen kaufen. Fein Ja. Fässchen. Man legt ihn auch nochmal zu und geht Richtung Marktplatz wieder mit Raffin zurück. Ja. Ja, dann kann sich Isarun selbstverständlich ausweisen. Die beschlagenen Pergamente habt ihr selbstverständlich dabei. Und wird er wohl nicht sonderlich beeindruckt von sein. Einmal nicken und ihr das dann wieder zusammenklappen und übergeben. Ja, dann herzlich willkommen, eure hochwohlgeborene Gaugräflichkeit.
Ja, könnt ihr dann in das Grafenschloss, in die Grafenburg eintreten. Direkt vor euch ein großer Flur mit einer Eingangstreppe, Wendeltreppe zu jeweils beiden Seiten nach oben. Und er führt euch dann relativ strikt nach links durch ein großes Portal, wo ihr dann in ja, einem Ball oder einem Thronsaal steht. Hier erstmal nicht wirklich viel los, es ist sehr leer, aber er lässt euch hier erstmal stehen. Habt ihr diesen Wachmann erlebt? Unerwartet. Was erwartet ihr? Uns zu Hause, da erwarte ich hier, dass man ihm Satz heiße Ohren gibt. Ja, dann könnt aber ihr von oben könnt ihr dann jaulende Geräusche hören, als ob da irgendjemand geschlagen wird und das ihm irgendwie wehtut. Und also ein kleines Kind, was da schreit. Und das wäre sicherlich nicht angemessen, wenn wir ihrer hochgeborenen Gräflichkeit das Maß aus der Hand nehmen. Wir wollen ja schließlich einen guten Nachmittag. Hoffen wir einfach, dass der Bursche seine Lektion lernt. Wenn er etwas älter ist und das immer noch macht, kann es gut sein, dass irgendjemand ihm mit der Klinge begegnet. Das ist ein Torwaller, er könnte euch darauf verlassen, dass er das bis zu seinem letzten Atemzug tun wird. Nun, dann wird er wohl sehr schnell kommen. Dann könnt ihr Plattenstiefel hören, die dann diese große Freitreppe in der Eingangshalle nach unten steigen, in aller Erhabenheit. Und ihr seht, wie eine Torwalerin, blond, mit einem zerstörten, ausgerissenen Auge auf euch zutritt, hat dann wohl auch keine Augenklappe oder sowas, hat ein einfaches Kettenhemd an, also ist jetzt nicht als Gräfin zu erkennen, ist aber auch nicht wirklich für den Krieg gerüstet, einfach nur ein gemütliches Kettenhemd. An ihrer Seite ein Schneidzahn torwalscher Art und sie schaut euch finster an. Ihr seid die neuen Gaugrafen hier. In der Tat. Willkommen in zwei Mühlen. Danke, dass ihr mir meinen Sohn wiedergebracht habt. Aber selbstverständlich. Gerne. Wir konnten ihn ja schlecht alleine draußen auf der Straße herumtoben lassen. Womöglich wären doch noch Räuber aufgekreuzt. Echte, schlechte. In diesem Fall. Hier gibt es keine Räuber. Darum habe ich mich gekümmert. Dann habt ihr eure Lande gut im Griff. Ja, sie bleibt weiterhin da stehen, stellt jetzt ihre Plattenhandschuhe in die Hüfte und schaut euch herausfordernd an. Was wollt ihr jetzt also hier? Doch bald wird es schon etwas Schlimmeres geben als Räuber in euren Landen. Wollt ihr es hier besprechen oder können wir ein wenig privater reden? Wir reden jetzt und hier. Gut. Erwartet ihr, dass ich jetzt Schweinebraten oder sowas raushole? Nein, natürlich nicht. Wir sind hier auf kaiserlichen Befehl, um anzukündigen, dass dieses gesamte Land ganz der Partien evakuiert wird. So wie in Tobrien, ja. Ja, der Feind wird vormarschieren. Eine Armee, geführt vom Schwarzen Drachen aus Untoten, wird gen Werheim reisen, marschieren und dort wird eine finale Schlacht ausgeführt. Sieht das hier aus wie Werheim? Nein. Doch diese Stadt ist viel zu nah an der Reichsstraße. Die Gefahr, dass der Schwarze Drache und seine Truppen hier vorbeikommen, um ihre Truppen zu vermehren, ist zu hoch. Deshalb sind wir hier. Und außerdem seid ihr hier die Autorität, die uns dabei helfen kann, das Ganze ein wenig zu beschleunigen, sauberer zu machen und mehr Menschen zu retten. Euer Hochwohlgeboren, eure Untertanen sind in Gefahr. Das ist unabstreitbar. Wir versuchen, Leben zu retten. Und im Gegensatz zu Toberin damals hatte ihre Majestät, die Kaiserin, sowohl die Zeit wie auch die Vorsicht, die Leute vorher aus ihren Heimen zu holen, auf dass sie hinterher in Ruhe zurückkehren können. Aha, die Kaiserin, sie wird keine überstürzte Flucht, sondern ein geplantes Zurückweichen. Natürlich. So wie in Toberin damals. Und ich soll jetzt, nun ja, meinen Leuten helfen, indem ich sie jetzt alle, genauso wie damals in Tobrien, ein paar Landesgrenzen weiter schmuggle, damit sie dann da in Frieden leben können? Ihr sollt euren Leuten helfen, indem ihr sie für wenige Wochen, 2 Monate höchstens, aus der Bahn des Drachen nehmt. Denn jeder, der noch hier ist, wenn sein schwarzer Heerwurm hier hindurchzieht, wird sich in diesen eingliedern. Unfreiwilligerweise.
In 2 Wochen. Wollt ihr mich verarschen? Wisst ihr was? Ich war damals dabei, als Brynn von Zanz zerrissen worden ist. Damals hat man auch gesagt, in 2 Wochen gehört Tobrien wieder uns, dann können die ganzen Flüchtlinge wieder zurück. Wisst ihr, wo die rumlaufen? Die sitzen um 2 Mühlen herum. In ganz Tarpatien haben man sich angesammelt. Da durften sie dann kurz sich in ein paar Scheunen oder so etwas verstecken, bis dann das Land wieder zurückerobert ist. Oder glaubt ihr, dass ich zurückgeblieben bin und nicht weiß, was in Gareth passiert ist? 2 Wochen, das hat man damals auch gesagt. Ihr könnt mich ganz gehörig am Arsch lecken. Wenn du das möchtest, können wir das gerne tun. Dennoch ändert es nicht die Tatsache, dass der Herr Wurm kommen wird und dass viele, viele Menschen, die noch hier bleiben, sterben werden. Ja, das bezweifle ich auch nicht. Wenn die Geheimdienste sagen, dass der Herr Wurm auf dem Weg ist, dann wird das wohl so sein. Und ich werde mich auch gerne um meine Leute kümmern, aber ich werde sie nicht einfach so in Richtung Westen schicken oder nach Norden oder nach Süden. Was schlagt ihr denn stattdessen vor? Die Leute müssen hier weg, sonst werden sie getötet werden und dem endlosen Herrenwurm eingegliedert werden. Die Wälder sind groß. Ich habe noch keine Streitmacht gesehen, die in Wäldern kämpfen kann. Dies ist eine untote Streitmacht. Sie kennen keine Müdigkeit, sie kennen keine Rast. Habt ihr schon mal gegen Untote gekämpft? Ja, oft. Dann wisst ihr ja, wie langsam sie sind. Es sind Tausende und Abertausende, geführt von einem schwarzen Drachen, der ganz und gar nicht langsam ist. Dann kämpfen wir auf den Bäumen. Für wie lange? Bis ihr einschlaft und runterfällt? Ihr glaubt ernsthaft, der Drache lässt euch kämpfen? Wenn ihr auf den Bäumen sitzt, stellt ihr euch so lange mit Untoten zu, bis ihr verhungert und verdurstet seid. Wenn ihr euch in den Wald stellt, wird er euch so viele auf euren Kopf werfen, dass ihr darin ertrinken könnt. Es gibt hier keinen Kampf. Genau. Und das machen die Alten und die Kinder. Die Schwachen, diejenigen, die nicht kämpfen können. Ihr könnt mir gerne einen anderen Plan nennen, der etwas wie, kämpfen. Ich kämpfe gerne, ich stelle mich gerne in Wehrheim hin und sterbe auf dem Feld. Aber, und das möchte ich ganz klar sagen, ich werde nicht meine 2 Mühlen evakuieren und ihn dann den gleichen, ich werde sie nicht herunterkommen lassen wie dem gleichen Abschaum, was die Tobrier mittlerweile sind, in Gareth oder im Umkreis von 2 Mühlen. Aber die einzige Alternative, die ihr ihnen bieten könnt, ist der Tod. Das, was ihr vorschlagt, ist nicht realistisch. Ich war selber an der Trollpforte. Ich habe oft gegen Untote gekämpft. Wir sind Tarpatier. Solche Landbeförderung. Scheiß der Hund drauf. Wir sind Tarpatier. Wenn man uns halt die Städte nimmt, dann leben wir auf den Bäumen. Glaubt ihr, ich brauche dieses ganze Land braucht dann regelmäßig 3 warme Mahlzeiten? Sehen wir aus wie Horasia oder was? Sie spuckt einmal in Richtung von Abelbier. Jetzt muss ich gerade meine Flaschen würfeln. Kannst du gerne mal machen. Das erschwert um deine Vorurteile gegen Torwahl. Also sie spuckt auch ganz explizit in deine Richtung. Sie hat dich erkannt. 3 warme Mahlzeiten und ein warmes Bettchen. Sehen wir so aus? Was ist Nein, mit den und deswegen Kindern? Schlagen wir diesen Vorschlag vor. Deswegen schlagen wir diese extreme Maßnahme vor, weil es die einzige ist, die möglich ist. Und weil wir wissen, dass Tarpatien das überstehen kann. Dass die Tarpatier diese Reise, diese Evakuierung überstehen können, bis der Sturm vorüber ist, bis wir diesen Sturm zurückschlagen können. Tut mir leid, aber der wenn... muss erst einmal Haltet die Schnauze, werden. Wenn ich euch unterbreche. Ihr seid unglaublich naiv, wisst ihr das? Sowohl ihr als Gaugrafen, als auch Ema und Rohaya und was auch immer. Wie ihr da drüben in Gareth lebt, das interessiert mich alles nicht. Ihr kommt hier an und meint nach 2 Wochen, dass das alles wieder gegessen? Wenn ihr damals an der Trollmauer stand und Borberat selbst erblickt habt, dann wisst ihr, dass das nicht in 2 Wochen zu Ende ist. Dann wisst ihr, dass man da auch gegen die Untoten, gegen den Dämonenkaiser Galotta auch fallen kann. Und was passiert dann? Dann werden wir alle evakuiert nach Gareth? Wo zieht dann Galotta als nächstes hin? Was glaubt ihr denn? Ihr könnt mich mal ganz gehörig am Arsch lecken, wenn ihr weiterhin so naiv seid. Wir sind ganz und gar nicht naiv. Dennoch sehen wir es realistisch. Wenn die Leute hier bleiben und nicht evakuiert werden, werden sie genauso enden wie die Leute, die immer noch in Schwarztobrien. Und wir waren in Schwarztobrien. Wir waren auf der blutigen See. Wir haben gesehen, was mit Menschen passiert, die nicht fliehen. Es ist nicht schön. Es ist bei weitem
nicht so schlimm wie das, was passieren wird, wenn sie hier bleiben, wenn sie jetzt woanders hingehen. Es gibt auch woanders Wälder, es gibt auch woanders Bäume, auf die man klettern kann. Sie müssen nicht hier bleiben, im Weg des schwarzen Drachen. Ja. Ihr tut euren Untertanen keinen Gefallen, wenn ihr sie hier lasst. Nein, ich werde es ihnen aber freistellen. Ich werde ihnen ganz klar aufzählen, welche Möglichkeiten sie haben und dass sie es eben auch genauso laufen kann wie in Tobrien. Und wer dann gewillt ist zu gehen, der soll gehen. Und wer hier bleiben will, der soll hier bleiben. Und wer hier bleiben will, wird ein weiterer Mann im... Ich habe schon einmal gesagt, ihr sollt die Schnauze halten, wenn ich spreche. Ich kläre das demokratisch, wie in Torval. Wenn die Leute bleiben wollen, dann bleiben sie. Wenn sie hier bleiben wollen, dann bleiben sie hier. Und wenn sie in die Wälder gehen wollen, dann gehen sie in die Wälder. Ich werde nach Valheim gehen und kämpfen, wenn ihr meint. Das tue ich gerne. Aber wenn die Baronin hier bleiben will und sich darum kümmert, soll sie machen. Mit Verlaub, euer Hochwohlgeboren. Wir sind nicht hier, euch kluge Vorschläge zu unterbreiten. Wir sind hier, um einen Befehl umzusetzen, den ihre Majestät gegeben hat. Hab ich so verstanden. Wir sind hier, um zu fordern, dass ihr euren Eid haltet, den ihr ihr gegenüber geschworen habt. Genauso wie eure Mutter vor euch, genauso wie deren Mutter vor ihr. Den wir alle geschworen haben. Unter den ihr euch preuers verdammt nochmal halten werdet. Ob es euch gefällt oder nicht. Sie schaut dich finster an. Gut. Dann werde ich jetzt einen Brief aufsetzen. Das macht man doch, glaube ich, so ungehört, oder? Einen gräflichen Erlass. Den werde ich dann an das Landschloss annageln. Hiermit sind alle evakuiert. Ihr habt eure Aufgabe erfüllt. Herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt zurück nach Gareth reiten. Haltet die preuers gefällige Ordnung nicht zum Narren. Was soll ich denn sonst tun? Das ist schon anderen als euch übel bekommen. Ihr wollt mir drohen. Aye. In meinem Schloss. In meinem, Dapatien, wenn ich euch erinnern muss. In meinem Gräflich zwei Mühlen, in meinem Schloss wollt ihr mir verdammt nochmal drohen. Wenn es Not tut, werden wir das müssen. Nicht nur, das ist nicht nur eine Zwei-Mühlen-Angelegenheit. Das ist eine Reichsangelegenheit. Ja, schön. Wie gesagt, ich werde einen Erlass an die Tür nageln und wer lesen kann, der soll ihn gerne ausführen. Ja, wer evakuiert werden will, der soll halt gehen. Nach Gareth, nach Romulus oder wo der Pfeffer wächst. Ins Horasreich. Wir verschwenden ja unsere Zeit. Ihr seid es, die am Ende vor Praia stehen wird und sich verantworten muss dafür, dass ihr die Leute, denen ihr Schutz befohlen wurdet, habt sterben lassen. Praios kann mich mal richtig am Arsch lecken. Ich stehe vor Svafnir. Ich zieh meinen Handschuh aus und werf den vor ihr hin. Das nehmt ihr zurück oder wir klären es mit dem Schwert in der Hand. Sie spuckt auf den Handschuh. Dann ist das wohl so. Und nennt deine Zeit in einen Ort. In einem Monat in Altzoll. Könnt ihr noch ein paar Bandschraller mitbringen. Vielleicht reißt ihr diesmal die Trollmauer ein. Ich nehme meinen Handschuh wieder auf. Dafür kommt ihr vors Reichsgericht. Na, in zwei Wochen ist doch diese Schlacht geschlagen und alles ist wieder okay. Wenn ich euch richtig verstanden habe, dann ist doch Altzoll wieder unser. Dann können wir uns in einem Monat da treffen. Wofür komme ich vors Reichsgericht? Dass ich Praios verunglimpft habe? Dass ihr den Befehl der Kaiserin missachtet habt. Nö, ich werde jetzt gleich einen gepflegten Brief aufsetzen und den an Schloss annageln. Ihr habt unternehmt nichts. Ihr schreibt, ihr unternehmt gar nichts. Also, meine Herren Gaugrafen, ihr seid gerne eingeladen, in einen der Villen im Umkreis auf dem Sonnenplatz zu nächtigen, meinetwegen. Ich bin Travier gefällig, ja? Gibt's natürlich auch bei uns im Horasreich. Sie spuckt auch mal in deine Richtung. Gibt's natürlich auch nochmal bei uns in Torval. Ihr seid, wie gesagt, herzlich eingeladen, könnt euch das gerne nochmal überlegen. Könnt so lange hier bleiben, wie ihr wollt. Ich verzichte. Wir haben leider nichts. Den Luxus, uns hier in zwei Mühlen zu verstecken und uns hinter
nun, unserem Jähzorn zu verstecken, so wie ihr. Wir müssen Menschen retten. Hört mir doch mal zu, ich selbst werde nach Werheim reiten und dort kämpfen und streiten und meinetwegen auch sterben. Ja, und ihr werdet gegen eure eigenen Menschen, die eigenen Menschen, die ihr hier zurückgelassen habt, gegen werdet ihr kämpfen. Und ihr werdet vielleicht fallen. Werdet ihr ihnen wieder begegnen auf dem Schlachtfeld als Untote. Das kann nicht im Sinne der Götter sein. Das ist dir wahrscheinlich egal. Ich appelliere nochmal an euch, denkt an eure Untertanen. Sie sind keine großen Krieger, so wie ihr. Keine Sorge, ich denke an meine Untertanen. Damit könnt ihr das erste Mal sowas wie Trauer in ihrem Blick erkennen. Sie dreht sich um und stiefelt wieder mit ihren Schuhen nach oben. Lässt euch da einfach stehen. Könnt dann aber noch sehen, wie jemand anderes die Treppe wohl runterkommt und das kleine Kind, Trollwulf oder Answin oder Alrik, steht wieder da und funkelt euch wieder frech an. Zeigt euch den Mittelfinger. Und läuft dann wieder schnell weg. Magistra, Karenol, ich denke, es gibt hier nichts mehr zu holen. Nein, wir sollten vielleicht noch mit der Baronin reden, vielleicht ist die zugänglicher. Ich denke, jetzt wird der Zeitpunkt kommen, an dem es sich lohnt, dass wir Herolde mitgebracht haben, denn jetzt werden sie Arbeit bekommen und das tun, was die Gräfin nicht tun will. Lasst uns die Unterminierung ihrer Wohlgeborensmajors Autorität mit Bedacht angehen. Oh nein, wir werden sie nicht untermeinen. Wir werden warten, bis sie ihren Brief geschrieben hat, diesen nehmen und ihn überall lauthals als Befehl verkündigen. Ich schlage vor, während sie dies tut, reden wir tatsächlich mit der Baronin, dieser Angauschmine, und stimmen uns danach mit unseren gaugräflichen Kameraden ab. Ja, derweil sitzen nur ein paar Meter weiter im Norden Rafim und Ömer am Marktplatz auf einem großen vor einem großen Biertisch mit Bierbänken. Irgendwo wird neben euch sowas wie ein Schwein gebraten und ihr sitzt natürlich bei der Baronin, eine Zwergin, die da jetzt gerade viele, viele Humpen vor euch hinstellt und mit euch mittrinkt und säuft. Mühlenbräu. Ja. Immer da einfach mal sozusagen dem guten Händler 3 Silber hingeschmissen und hat gesagt, komm guter Mann, serviert uns die ganzen Biere, wir wollen alles probieren, denn wir müssen das Beste kaufen und mitnehmen. Ja, vor euch stehen schon 3 leere Humpen, habt euch da so ein bisschen durchprobiert und könnt dann natürlich dann auch die vielen verschiedenen Fässer dann testen, die da so sind, alles irgendwie aus der Partien. Und ja, wie gesagt, vor euch sitzt eine Zwergin, ihr habt noch nie eine Zwergin gesehen. Also die Zwerge, die mit euch rumgereist sind, Ignar und Torgisch, haben schon mal an den Lagerfeuern viel von Zwerginnen erzählt. Aber ja, sie sieht aus wie eine etwas dickliche, kleine Frau, sehr freundlich, mit der Knollnase und trinkt besser als Rafim. Das ist nicht schlecht, Rafim. Die Dame trinkt ihr Fässchen ganz anständig. Ja, ja. Da wo ich herkomme, in Xorlosh, da gibt es noch das ein oder andere gute Ding, aber das ist nichts für Menschen. Wir haben die Braukunst perfektioniert. Pilze. Sie winkt nur mal so ein bisschen mit ihrem Zeigefinger in der Luft. Pilze, das ist die Lösung für alles. Wusstet ihr eigentlich, dass Bier aus Pilzen nicht besteht, aber gemacht wird? Muss man wissen. Pilzen? So, habt ihr denn keine Gerste? Hopfen? Ich weiß gar nicht mehr, das kommt da alles rein und dann mischt man ein paar geraspelte Pilze rein und dann fängt das an zu blubbern und Ach, so wird Bier gemacht mit Pilzen, das wusste ich gar nicht. Ja, so wird auch Brot gemacht. Was sammelt denn immer die ganzen Pilze im Wald? Ja, sie erzählt euch dann so ein bisschen was von verschiedenen Höhlenpilzen, in Xorlosh oder ganz generell unterirdisch. Und sie hat dann wohl in ihrer Villa im Keller hat sie dann auch so ein paar Steine weggegraben. Sie erinnert euch auch ein bisschen an den Hochkönig, so wie mit ihrer Art. Aber sie hat so eine kleine eigene Pilzfarm angelegt und erzählt euch auch ein bisschen was übers Brotbacken. Und sie ist schon sehr Travia-gefällig und sehr, sehr Angrosch-gefällig. Und sie ist halt... Yeah. Erinnert mich total an den Hochkönig, als ich mit dem letztens in Garrett aus einem Hump getrunken habe, weil wir auf gut Freund getrunken haben, weil wir auch Drachenjäger sind. Der Hochkönig? Oh, den habt ihr getroffen? Den habe ich das letzte Mal vor 30... Ja, ich durfte seine Axt halten. Vor 30 Jahren habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Ja. Ich jetzt vor... Was war? Wann war das, Rafim, in Garrett? Auf der Straße. Vor 1,5 Wochen. Genau, da habe ich ihm noch entgegengebrüllt. Ja, Mensch, schöne Grüße, wenn ihr ihn das nächste Mal wieder seht. Ja. Angrosch, wie heißt ihr? Genau, wie heißt ihr?
Angroschminia. Habt ihr schon gesagt, so schwer ist das nicht. Ja gut, aber ich habe auch schon ein oder anderes Fässchen drin, ne? Das muss man mir jetzt ja auch mal zugestehen. Ach, da passt auch noch so viel mehr rein. Sie klopft dir so ein bisschen auf den dicken Bauch. Ja, das stimmt. Aber was macht ihr denn überhaupt jetzt nicht, dass ich so... Aber ich habe noch nie eine Zwergin gesehen. Ja, wie, was soll ich hier machen? Ich regiere hier über die Zwerge. Ja, immerhin hören sie mal auf eine Frau. Sie zwinkert ihr so ein bisschen zu. Wo sind denn hier Zwerge? Ach, die laufen hier überall rum. Aber den meisten habe ich mittlerweile schon gesagt, dass ich keine Lust auf sie habe. Was meint ihr, wie viele Abenteuerzwerge hier vorbeikommen und ständig um meine Hand anhalten? Habe ich alle in die Esse geschickt. Aha, wollen die dann alle mitregieren, oder? Ich glaube, es geht ja gar nicht mal so um die Regierung. Es geht jetzt einfach nur darum, dass ich eine Zwergin bin. Zwergin sind ganz selten, hat damals ein guter Freund gesagt, der leider beim Kampf gegen Drachen gestorben ist. Ja, wer denn? Wieso denn selten? Hier ist doch eine. Naja, also, stimmt schon. Wir werden nicht so oft geboren. Das liegt aber auch vor allem daran, dass wenn halt Zwerge geboren werden, dann sind das meistens Zwillinge oder Vierlinge oder Achtlinge. Also, acht? Ja. Was meint ihr, warum ich so dick bin? Sie klopfen sich selbst auf ihren Bauch. Da müssen auch acht Zwerge reinpassen. Also das war damals Torgosch, Sohn des Xolmarsch, meine ich. Torgosch. Xolmarsch kenne ich. Also, ist der hat. Boah, ja. Ist jetzt auch der schon ein bisschen gestorben. Her. Also der hat ein bisschen gestritten gegen einen untoten Drachen und Das ist doch ehrenhaft, das ist doch super. Ja, es ist trotzdem schade, ihn zu verlieren, denn den Drachen. Ja, aber dafür werden die noch ausgebildet. Xolmarsch ist ein großer Drachenkrieger. Ja, er ist ja auch, er kommt ja auch, war auch Drachenkrieger aus Xolosch, glaube ich, heißt das. Ja, da werden nur noch ein paar pro Jahr werden dann auf die Reise geschickt. Aber wenn Torgosch das geschafft hat, dann muss das wohl ein großer Drache gewesen sein. Respekt. Ja. Also uns wurde zumindest gesagt, dass er als großer Drache zählt. Ich bin mir da selber nicht ganz sicher. Aber was jetzt irgendwie schon komisch, dass die hier so als Zwergen. Ich weiß gar nicht, was seid ihr denn hier? Irgendwie Baronin, Gräfin, irgendwas? Ja, ich bin wie Baronin. Also wir haben hier in der Umgebung ein paar Zwerge, die hier rumleben und die hören dann meistens nicht auf Menschen. Und deswegen muss man da dann pfiffig sein und dann stellt man hier einfach nicht nur einen Zwergen hin, sondern eine Zwergin. Ah, nicht schlecht. Wir sind die Gaugrafen, die geschickt wurden. Ja, willkommen. Ja, danke schön. Ach, reicht immer das Fässchen darüber. Die anderen gehören auch probieren. Zu euch, ne? Sie zeigt mal dann durch die Gasse. Ja, die sind gerade in der Grafenburg und wollen da irgendwie ein paar Dinge klären. Ja, sie zeigt gerade auf die Gasse in Richtung Süden, da wo ihr gerade hergekommen seid und könnt dann sehen, wie alle mit einer unglaublichen Flunsch und Hasslinien im Gesicht auf euch zukommen. Ah, da sind sie ja. Ich glaube, die sehen aus, als wenn die mal ein Bier brauchen. Die ziehen ja eine Fleppe, da kann man fast drauf treten. Aber die sehen immer so aus. Die sind immer schlecht gelaunt. Lasst euch da nicht von runterziehen. Ja, Travia zum Gruße. Willkommen in zwei Mühlen. Travia zum Dank. Jalan. Das ist die gute Baronin. Angroschminia. Baronin. Angroschminia. Sicherlich wird es mir eine Freude sein, eure Bekanntschaft gemacht zu haben. Ja, setzt euch doch erstmal hin, trinkt erstmal ein schönes Zweimühlener. Aber was habt ihr denn da gerade für ein Fässchen angestochen? Das ist, was da stand. Ach, das ist doch langweiliges Pferdocker. Nein, wenn wir schon hier in dieser Region sind, dann müssen wir auch mal das gute Apathische ausprobieren. Avesheimer, ja. Habt ihr schon mal Avesheimer probiert? Nein. In Avesheim, denke ich. Ist das Abel mir warm gemacht hat? Ihr macht Bier warm? Ja, ein Experiment, was fürchterlich schief ging. Fragt nicht. Es war widerlich. Hat hier irgendjemand Schmalzkekse? Eigentlich waren die ganz lecker. Ja, ist ja auch egal. Ja, jetzt kommt doch erstmal hier unter diesen Unterstand, damit ihr euch dann hinsetzt. Ihr steht ja die ganze Zeit im Regen. So, setzt euch dazu. Dann können wir das alles bei einem guten Humpenbier besprechen. Ja, danke schön. So, ihr seht jetzt sehr, ja genau, das wollte ich auch gerade sagen, sehr unglücklich.